gutes Ballgefühl ist sicher schon mal Grundvoraussetzung. Aber nachher ist es Training. Schau Videos, gibt auch viele Tutorials auf YouTube. Nachher probiere ich einfach, bis es schafft. Es war lange, harte Arbeit, aber es hat mich begeistert und darum bin ich dazu gekommen. Fußball ist derzeit in aller Munde. Für Migu Baumann ist das die optimale Zeit für eine Werbetour. Der Optiker opfert 2 Wochen Ferien, um Schulkinder für seine Leidenschaft zu begeistern. Staunen schon beim Zuschauen, erst recht aber beim selber Ausprobieren. Super. Beim Könner Migu Baumann hat das alles so einfach ausgesehen. Ja, es ist nicht gerade das Einfachste, wenn man etwas gerade am Anfang probiert, muss halt schon ein paar Mal üben, ein paar Jahre sogar vielleicht. Auch wenn man es so bei zwei dabei muss fangen, weil dann musst du halt schauen, dass der Böller perfekt kommt, dass es ein bisschen kleinere Böller sein. Also der Ball geht immer weg und also man kann halt nicht immer das Gleichgewicht behalten vom Ball und so. Sag mal Basics, die kann man vielleicht schon nach 2-4 Wochen, aber jetzt um so eine ganze Show auch über 2-3 Minuten fast fehlerfrei, da braucht es sicher 2 Jahre, würde ich sagen. In einer zum Trainingsraum umfunktionierten Garage hat sich Migu Baumann sein Können angeeignet. Die etwas karge Umgebung passt. Die Schweizer Fußball-Freestyle-Szene ist klein. Sie wird jetzt immer grösser. Hat jetzt gerade in den letzten 2 Jahren durch Social Media rechte Präsenz bekommen. Und man sieht auch immer mehr junge Freestyler, die nachkommen. Das Ziel ist eigentlich, dass ich mich weiterentwickeln, dass ich noch mehr Tricks lerne, dass ich den Sport vor allem in der Schweiz noch mehr voranbringe, dass ich mehr Leute dafür begeistern kann. Und dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Freestyle-Fußballer Migu Baumann. Ein Künstler mit dem Ball am Fuß, aber auch auf der kleineren Bühne glücklich.